Im hohen Norden stehen die Zeichen auf Neuanfang. Hartz-IV-Empfänger Alex zog vor einigen Monaten von München nach Bremerhaven. Gemeinsam mit seinen Punker-Kumpels kam der 25-Jährige in der Wohnung von Freundin Claudia unter. Anfangs war das Zusammenleben noch spaßig. Ich habe meine Heimat gefunden. Doch die Harmonie hielt nicht lange. Immer häufiger stritten sie darüber, wer was und wie viel zum WG-Leben beisteuert. Es kam auch zum ersten Bruch mit den Mitbewohnern Kevin und Silvia. Mein Alex hat mal Stress. Die restliche WG blieb bestehen und half sich gegenseitig durch klamme Zeiten. Stößchen. Besonders Claudia war für Alex immer eine wichtige Stütze. Aber auch zwischen ihnen kam es jetzt zum Streit. Ich wohne nicht mehr Claudia, weil es einfach nicht mehr ging. Weil wir uns einfach nur noch angeschwingen haben auch und jetzt riesen Stress auch angefangen haben. Und ich irgendwann auch keine Lust mehr hatte, aufzuräumen. Ich hatte einfach nicht mehr die Kraft dazu, weil dauernd alles vermüllen. Und ich in dem Sinne räume auf oder trage ihr alles hinterher. Darauf habe ich jetzt keine Lust mehr gehabt. Putzen war von Anfang an nicht besonders wichtig in der Punker-WG. Und eine Besserung der Situation war nicht in Sicht. Alex' Schmerzgrenze war überschritten. Es ist echt chaotisch hier, also es ist ziemlich unordentlich gerade. Zudem ist der 25-Jährige durch seinen entzündeten Klumpfuß eingeschränkt. Also die Lebensmittel waren, anfangs ging's und jetzt einfach immer mehr unzurechnungsfähig geworden, weil Strom auf einmal weg, kein warmes Wasser, ich muss ja auch duschen, ich brauche was zu essen. Nachdem der Kühlschrank ja auch nicht ging, da konnten wir auch nichts kühlen und das und ging einfach nicht mehr. Denn Claudias Ex-Freund und voriger Mieter hatte mehrere Monate kein Geld an den Stromversorger überwiesen. Eigentlich sollte Alex als Hauptmieter in den Vertrag eintreten. Kontakt ist jetzt abgebrochen, weil gestern ist noch ein wenig eskaliert, weil wir noch ziemlich krass mit ihr gestritten haben. Ja, und es war jetzt einfach Kontaktabbruch, soll ihre Wege gehen. Also ich gehe meinen Weg in dem Sinne, ist auch besser so. Vorerst ist der ehemalige Münchner bei anderen Freunden in Bremerhaven untergekommen. Doch Alex hat schon Pläne, wie es danach weitergehen soll. Ich habe jetzt eine Wohnung in Aussicht, da ziehe ich in den ersten Stock und ich muss halt jetzt noch warten, bis der Vermieter da noch ein bisschen was geregelt hat in der Wohnung. Und dann schauen, dass ich Sachen herkriege, eben für die Wohnung, Küche, alles Mögliche, was man dazu braucht. Und finanzieren tut das Ganze dann das Amt eben, weil die Wohnung liegt bei 298 Euro. Auch kriege ich dann ganz normal wieder mein Hartz IV dann und auch ganz, kann mir auch dann meine Erstausstattung alles beantragen. Ja, und dann, sobald der Fuß dann auch wieder heile ist, eben dann langsam wieder ins Arbeitsleben hoffentlich starten. So ich mich jetzt mittlerweile mehr zu Hause fühle in Bremerhaven als zuvor, langsam schon, ja. Ich denke mal, mit meiner eigenen Wohnung dann, da wird es dann noch mehr, weil dann sehe ich, jetzt habe ich meine eigene Wohnung, jetzt habe ich schon mal den ersten Standfuß gesetzt und der Rest kommt dann nach und nach und dann werde ich mich immer mehr wohler und zu Hause fühlen. Rein in die gute Stube. Moin, moin, Jungs. Moin, Alex. Na, alles gut, Yves? Aber ja, das ist der Yves. Hallo. Der liebe Asterix. Der liebe Asterix hier. Ja, ja. Ich der große. Schindler-Indien. Du bist ein Spinner. Ja, ja, das hinten ist die Lausi, die große, die mich mit aufgenommen hat. Und das hinten ist unser großer Rebell. Die zwei eben, die haben mich mit aufgenommen. Da bin ich sehr dankbar. Bei uns in der Punkszene ist eigentlich sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, weil wir helfen uns gegenseitig, ne? Sei es beim Schnorren oder sei es anderweitige Sachen, beziehungsweise jetzt, weiß ich ja mit Alex, ne? Wir lassen eigentlich keinen auf der Straße liegen. Dann haben wir erstmal Alex aufgenommen, weil wir ihn nicht draußen schlafen lassen wollten, ne? Und seitdem ist Alex hier. Und wir haben uns jetzt auch gekümmert hier, dass Alex hier eine Wohnung kriegt über einen Vermieter. Ja, die Dankbarkeit ist auch ein Grund dafür, dass wir an Alex geholfen haben, weil wir wissen selber, wie schwer es ist, auf die Beine zu kommen und wie schwer es ist, in unserem Land hier irgendwie Fuß zu fassen, wenn man einmal abgerutscht ist. Und dadurch haben wir auch dem Alex geholfen, weil es wirklich halt auch für ihn, er kennt sich damit gar nicht aus, wie er was schreiben muss. Und das mache ich halt für ihn und helfe ich ihm mit den ganzen Anträgen.
Denn bisher hat der gebürtige Münchner in Bremerhaven noch kein Hartz IV bezogen. Das Geld kam noch aus Bayern. Entweder schlafe ich eben hier auf der Couch, bei den beiden mit, auf meiner kleinen, süßen, gemütlichen Couch, meine Lieblingscouch, ich liebe sie. Oder, wenn mal hier die beiden ihre Ruhe haben wollen, bin ich in meinem Zimmer drüben. Kommt mal mit. Mach mal auf hier, sonst schlafe ich hier. Ah, ja, jetzt sieht es gerade ein bisschen aus, dass wir ja auch Besuch haben. Sonst schlafe ich hier auf dem Bettel mit. Und ja, an sich fühle ich mich ja wohl, die haben mich aufgenommen, bin ich ganz froh. Wenn die Ruhe immer haben wollen, gehe ich rüber. Und wenn nicht, dann bin ich drüben eben auf meiner kleinen süßen Couch. Aber sonst schlafe ich, wenn es geht, hier. Die bunte Clique hat der 25-Jährige über Claudia kennengelernt. Dass ihm die neuen Freunde so selbstverständlich helfen, ist eine große Erleichterung für den Neubremerhavener. Zumal sich Alex hier wesentlich wohler fühlt. Also der Unterschied zwischen hier und bei Claudia eben, vor bei Claudia war Katastrophe. Ich habe aufgeräumt wie ein Stier auch und ich konnte aufräumen, so viel ich will. Es hat jedes Mal nach einem Tag wieder gleich ausgesehen, weil sich auch einen Scheiß dafür geschert hat, in dem Sinne, irgendwie das sauber zu halten. Und hier das kann man nicht beschreiben, das sind zwei Welten, das sind Unterschiede. Da hat es ausgesehen wie Drecksau. Hier ist eigentlich so gesehen, da kannst du fast vom Fußboden essen. Doch abgesehen von der Sauberkeit ist es vor allem der Zusammenhalt, der den ehemaligen Obdachlosen beeindruckt. Auch der 25-jährige Alex lebt in Bremerhaven-Lehe, aktuell allerdings bei Freunden, bis seine Wohnung ein Stockwerk höher bezugsfertig ist. Oh, diese Treppen, anstrengend, anstrengend. Ja, willkommen in meiner neuen Wohnung. Die kleine geräumige. Ja. Also wie man sieht, hier ist Wohn- und Schlafbereich in einem. Hier sah es vorher auch aus wie Sau. Ich kann auch euch mal zeigen, wie es vorher aussah. In dem Sinne. Wenn man dahinter schaut. So hat es hier ausgesehen, aber noch zweimal schlimmer. Das haben alles zusammen ich und Rebell entrümpelt. Also ich habe den Hauptmeister gemacht, eben, weil es ist ja auch meine Wohnung. Aber der Rebell hat mir schon geholfen, die Sachen, wo hier drin standen, rauszutun. Ich hatte hier auch Viecher drin. Keine Ahnung, wer hier vorher gewohnt hat. Also das hat ausgesehen, wie Sau überall bei dem Müll rumgelegen. Klamotten, Bücher, Rattenscheiße, alles mögliche lag hier drin. Mein Bad, da muss die Kloschüssel noch ausgetauscht werden, weil die sieht aus wie unter aller Sau versifft, weil da ist die Kacke nämlich übergelaufen, wortwörtlich. Ich habe ja noch eine Kammer. Nebenan, da ist auch noch ein Klo drin. Und da liegt hinten in der Ecke ein Rattenskelett. Ja, da muss ich immer noch der Kammerjäger erst kommen, der da drüben dann erstmal hier alles macht. Und dann kann ich auch die Kammer erst ausräumen, weil vorher traue ich mich da gar nicht rein. Er hat auf jeden Fall gesagt, er kümmert sich drum. Und ja, ich zeige euch mal einfach den Rest meiner Wohnung. Mein kleiner süßer Flur. Man sieht auch, hier ist eh noch nichts fertig. Noch gar nichts. Hier mein Bad, mein versifftes. Und ja, meine kleine süße Kochnische. Hier meine kleine süße Küche. Die reicht mir vollkommen. Für Alex die erste eigene Wohnung. Und das ist, was zählt. Das Erste, was jetzt hier liegt für die Küche, der Nachbar nebenan, der auszieht, von dem kam der, hat alles rausgeschmissen. Und ich habe mir gedacht, bevor der wirklich weggeschmissen wird komplett, kann ich das noch nehmen. Weil es ist ja noch gut im Stand. Es ist zwar gebraucht, aber das ist mir relativ. Weil ich schaue auch immer hin und wieder in der Kleinanzeigen auf, was da gerade so drin ist. Außerdem hofft der Hartz-IV-Empfänger auf einen Zuschuss für Erstausstattung vom Jobcenter. Das Jobcenter hilft mir auch mit Erstausstattung. Ich habe ja heute schon telefoniert im Jobcenter. Die haben auch gesagt, ich soll das einfach nur dann schreiben, eben beantragen eben, und dann kriege ich das. Weil es ist ja meine erste eigene Wohnung, weil ich ja vorher bei Mama gewohnt habe oder in der Pension oder halt bei Freunden, so wie jetzt eben. Das sind dann die 1600 Euro, was Erstausstattung angeht. Ja. Ich werde mir hier
also in die Ecke hier, die Couch hinstellen eben. Eine schöne kleine Ecke eben, wo ich schön ein Bett hinstellen kann eben. Da kommt dann auch ein Bett hin. Und ja, mal gucken, was ich hier noch mache. Da der 25-Jährige selbst schon 2 Jahre auf der Straße überleben musste, sind seine Ansprüche bescheiden. Eine Küche und in meinem Flur kommen Fliesen. Ich zahle hier Miete ungefähr, boah, lasst mich lügen, 380 Euro. Das ist geschenkt eigentlich, weil wenn ich jetzt in München mir eine Wohnung suchen würde, weil ich komme hier aus München, da zahlst du dich für eine allein Einzimmerwohnung schon dumm und deppert. Also hier muss noch viel gemacht werden, also wirklich viel. Aber Alex ist motiviert und guter Dinge, dass diese Bleibe auch auf Dauer sein Zuhause werden kann. Ja, ich gehe zu Freunden eben, zu Lea und Michelle, die habe ich durch andere Freunde eben kennengelernt. Kenne ich schon ein paar Monate jetzt, 3-4 Monate circa. Ja, zu denen gehe ich jetzt, weil er hat heute eben Geburtstag. Wir haben gestern auch schon ein bisschen reingefeiert. Sieht man wahrscheinlich auch an. Und ja, da bin ich jetzt im Kaffee Kuchen eingeladen und da gehe ich jetzt eben hin. Alex' neue Freunde Lea und Michelle sind seit 8 Jahren ein Paar und wohnen nur einen Katzensprung entfernt mit ihrer 4-jährigen Tochter Josie. Mausezahn! Oh, läufst wieder weg. Mei, mei. Ja. Na? Ja, Alex. Ja, moi. Ja, ja, einigermaßen. Alles Gute nochmal, gell? Danke, danke. Dass sie da drüben ausnehmen mit dem Bombe. Nein. Ja, moin. Oh, oh, gut. Leute, okay, alles klar, oder was? Oh, ich bin immer noch voll fertig, Alter. Oh, ja, ich bin auch von so euch halt fertig. Also, ich muss sagen, so viel habe ich nicht getrunken, aber ging so. Oh, komm jetzt mal rein. War eine lange, lange Nacht, ne? Gibt's da ja schon Kaffee-Kuchen, ne? Boah, der ist schön. Ja. Oh, Mausezahn, komm mal her. Der Rest hat keinen Bock gehabt, wa? Gestern wurde schon in größerer Runde reingefeiert. Die Erinnerungen sind unter dem feuchtfröhlichen Einfluss verblasst. Und dann, weiß ich, du warst der Erste, der mich umarmt hatte. Ja. Und der Rest war irgendwie voll, weiß ich nicht, unterwegs. Das war einfach gestern stumpf lustig. Aber es war eine lustige Party. Ja, 33 Euro, ey, Wahnsinn. Ja, du hast eine Schnapszahl. Schnapszahl, deswegen musste er gestern ein bisschen mehr Schnaps saufen, als er sonst trinkt. Wow. Oh. Oh, stimmt. Die drei, die stimmt sogar schon. Alex, aha, ich muss doch den Kuchen dekorieren. Willst du mir helfen? Kommst du mit? Ja, klar, kann ich machen. Ja, gerne. Die junge Familie lebt ebenfalls von Hartz IV und kann sich daher nur selten etwas gönnen. Dann hol mal du den Kuchen da raus. Ja. Ja, du auch wieder mal. Möchtest du auch mithelfen? Ja. Und du hast ja mal die Kalorie, aber du überlegst mich. Ja, ne? Aber das ist leider ein bisschen zusammengefallen. Aber. Ein bisschen? Lea verdient sich mit Putzen etwa 150 Euro im Monat dazu. Michelle hat 2 Ausbildungen abgebrochen. Wenn man sich das mal leisten kann, dann freut man sich sehr. Die Freude ist ganz auf Alex' Seite, der auch eher selten in den Genuss von selbstgebackener Torte kommt.